Paloma, ¿de dónde vienes? Vengo de San Juan del Río. Marius, hola, buenos días. Dat is van de juli, de 23. 2020. We zijn hier waar bij Strukland. Van der wel wat merken wat ik Caldo de Oso naamt. En wie kent de noem hier? Ik weet niet waar hij hier kent. Veel jaren terug in Camargo, Chihuahua. Daar waren een grote domgebied, een presa. Een grote domgebied. En daar hadden ze veel arbeid aan. Die moesten zich door een cocinero aannemen. Om eten merken, zo'n eten merken. En dan hebben we weer een vele verse aan te tijd. En een beetje drinken. En dan heeft hij de verse op de kerk. En verse op de kerk. En dan kerk de tweede er nog verse op. En die mensen die werden zo meid en rein meid van de zop. En die namen de zop dan caldo de odioso. Caldo odioso. Dat meint, je haast de zop. Want je, dat scheine zop, want je die streemel dag haast, dag uit en dag en, dan namen ze dat caldo odioso. En zo vangt de noem aan. En dan jaren later, dan gaan andere restaurants, gaan ze een zop vangt ook te kerken. En er steht so, dass er wird namen Caldo Odioso, was dort meint, ja, hast du Suppe, eine Suppe, was du schlecht liegen kann. Dann nahmen sie die Caldo de Oso. Bohrensuppe, Bohrsuppe. Bärsuppe, Black Bear. Dort hat nichts mit dem Bohr zu tun, aber das hielt sich besser als Caldo Odioso. Dann nahmen sie dort lieber Caldo de Oso. Dort hat gemerkt, so ihr schon mal waren ein paar Päuser der Football da ran, wenn nun Mariscos, so ein Seafood-Stur, wo sie Fischwesen hatten, und dann hatten wir da Caldo de Oso, das Fischsuppe. Schändlich scheine Fischsuppe. So, das war ich von der Wahl merken. Und muss eins mit was lecken. Wenn das nicht was gelegt hat, dann wollte das Video nicht sein. So, nun werden wir sehen, was wir zu brücken. Dankeschön. Okay, was wir hier dann haben, wir haben hier einen Fisch abgeschnitten. Das ist dann noch ein Drumfisch. Wir haben den Kopf da oben, in Mexiko wird den Kopf auch immer aufgekehrt. Die Uhr nehme ich da rüt, erklärt nicht, wann ich mir sie gerade anketten hat. No, der wird sein, ist, wenn die Uhr in der Band sind, das schmeckt besser. Und dann die Gills, der hat da rüt genommen hier, wie immer die Gills Band. So den Kopf da nähern und dann ein paar Bieter Fleisch. Fischfleisch, den ganz abgeschnitten, Schmackerei merken, aufgewaschen. Und dann nehmen wir einen Gruppen mit 2 Liter Wasser, und dann kehrt wird für eine Stunde auf. Dort eine feine Suppe kriegen, bitte zwei dann Rindsknäckes aufkehren zum Borscht merken. So, das wird dann Fischsuppe sein. So, hier haben wir dort, nun werden wir dort aufkehren. Dankeschön. Und noch ein Ding, was ich will sagen, ist, wenn die nicht ins Stadt werden, brücken, dann kriegen wir bloß Fillets kriegen am Stuhl, bloß bitte Fisch, wo der Schmack rein sein und alles. Dann darf ich das in den Kopf nicht anchecken, als ich erst das gehen an, dann kann ich bloß bitte Fisch nehmen, die Idee aufkehren. Dann da ist es dort zu merken, das schafft dort. Aber ich will das von der Sitz proben. Und Zell und alles, check mal dat. Das alles, das wird bloß einen sehr schönen Geschmack geben. So. Dankeschön. Okay, nun haben wir die Fisch hier bei dem Kirchen. Ich will Ihnen ein Ding sagen, wenn dort wird Holz so schön schmecken, als dort recken dat. Dann leg ich auf von der, was der Hell je da. Riecht sich wirklich schön. Dankeschön. Okay, das ist was wir brauchen. Hier haben wir ein bisschen Salz. Da haben wir ein paar Jalmieren. 3 Eierschocken. Da haben wir Suppulver, sind von Kamerun oder Shrimp. Und wer der Welt kann, der Markt, brauchen nicht. Und hier haben wir eine Nahte Seppel. Da haben wir das Baklagan. Dort haben wir ein bisschen Butter. Und dann da haben wir eine Zitronen und 3 Teen Chesnick, Garlic. Und hier haben wir, was sie nennen, Marjoram, Marjoram. Ich weiß nicht, wo das Deutsch ist, aber das kann ich unter einem Stuhl so dort schreiben. Dann hier haben wir was an Thyme, Tomillo. Und dann hier haben wir Cilantro, 2 gedrehte Pepperschoten, dort nennt sich Chileanische. Ihr könnt andere Pepperschoten brücken, wenn ihr wollt, Jalapenos oder Guajillo, Pasillo, whatever ihr wollt. Und hier haben wir noch 2 Blätter, Lorbeerblätter. Hojas de Laurel, Bay Leaves, Dankeschön. Okay, nun haben wir alle 2 Schnitten, hier haben wir die 2 Chileanische 2 Schnitten, das sind die 2 Lorbeerblätter, das sind die Jalmieren, das sind die Baklagane, das sind die Eierschocken, du hast das Chesnick, Garlic, und die Zeppelin, 2 Schnitten,
En nu kan we dat hangen dicht te broeden. Dankjewel. Oké, nu heeft onze Fesch hier een stund gekeerd. Nu gaan we het afzien. En daar werden we vandoor weer. Dankjewel. Oké, nu hebben we dat Fesch-Sup afgezien. Rekt zeer schijn. Next, wat we dan doen, dan doen we hier bij het butter nemen en dan doen we dat smelten. En dan gaan we de sippelen doen nemen. Dankjewel. Oké, nu hebben we de butter door versmolten en nu gaan we wat we dan next doen. Dan doen we de sippelen in dat schesnik doen nemen. Vraag de stop. Dan doen we dat voor een paar minuten met bruin broden en dan doen we dat weer maken. Vraag de stop. Mangt de butter. Ja, dankjewel. Oké. 2 minuten oder so, und dann dauert die Gelbe in der Mark. Wo die noch 1 Minute oder so wird hier bitte Mark. Und dann dauert die Wege hier Mark, die Baklagane. Okay, dann haben wir das für 1 Minute oder so, und dann dauert die Baklagane der Mark, man das. Direkt ist dort, wo dort 2-3 Minuten durchbrüten. Und da wo wir die Wege. Als dat op een eigen stroom is klaar, steek het allemaal dood. Nu wordt het een kiepje tegenbroeden, dan steek 2-3 minuten. Oké, nu laten we dat prizzelt hier nu fijn, kijk hier nu fijn. Nu wordt het hier afnemen, dan wordt we dat, dat even hier. Zeer fijn, steek 3-4 minuten, houdt het hier nu laten prizzelen. Dankjewel. Oké, nu wou de Fesch-Sup hier proeven wat een kerken te creëren en dan wou de eetschappen te maken. Dankjewel. Oké, nu hebben we wat een kerken. En dan wou we de eetschappen hier maken. En ik wou nog 1 liter water bijeiten. Dat is een noordstuk, de Fesch-Sup. Zo 1 liter, dat moet dan 3 liter water zijn. En nu wou we wat een kerken brengen en dan wou we het even te maken. Dankjewel. Oké, nu hebben we een kerken en daar wou we de eetschakken 10 minuten laten kerken. En daar wou we het even maken. Dankjewel. Oké, nu gaan de eetschakken door je kerken, dan zijn ze meer en meer squad en daar wou we het even hier nemen. Dus check them all out. Oh boy, dat wat zeer schijn smaak. En dan moeten we nog eenmaal 10 minuten nog eenmaal opkerken. Dat vangt dan zeer smakt. Nu nog eenmaal laten opkerken, maar kerken brengen en dan wordt het even maken. Dankjewel. Oké, nu hebben we op een kerken. En dan doen we de chili de maken en de 2 lubia-bladeren. Dat is zout. Doe. Das Kraks ist dort und dann das Cilantro. Wir haben hier nach dem Naht ein bisschen Cilantro. Und dann hier haben wir 1 Teelöffel von so Marjoram und so ein Thyme. Das wollen wir auch machen. Kraks ist dort und hier ist das. Ja, ich wollte noch einmal wissen, wo das ist, dass ihr das sehen könnt. 1 Teelöffel sind so das Thyme. Tomillo auf Spanisch. Und das ist auch 1 Teelöffel so ein Marjoram, so nu wou we nog eenmaal stek 10 minuten wat de Fesch-Sup score zijn opkerken. En dan zijn we uit te eten. Hier hebben we nog wat Fesch, wat Pieter Fesch, waar we dit door deze stort te maken. Nog eenmaal 15 minuten opkerken. En dan kijk hem al dit. Dat zit dat niet smak. Oeh, boy, dat heeft een smak klaar. Zeer smakelijk klaar. Nu worden we helemaal in 10 minuten kerken wat de Fesch score zijn. Nu worden we dat smaken. En dan wanneer er eerst wat maand veelt, dan worden we entweder een zo'n zupklots. Ik weet niet dat het helemaal zo stit is. Oh, check hem al dat. Zo'n zupklots en stit te maken. Of wanneer je pulver hebt, dan doe je zo'n pulver stit. Of vielleicht een lepel van maken, eetlepel. Doen zo veel als het veelt. En van dat niet, dan doe je de zout maken. Zo veel dat het smakzaltig is. Krijg ze veel zout als die blijven. Dankjewel. Ik moest even nog 1 jalapeno maken. Ik
komme ich bloß nicht bearbeiten, wenn er ist der Schiele kommt, wird gleich bloß Schiele, so dann wird er damit machen. Okay, wir haben dort hier nur 10 Minuten gekocht. Die Hitsch haben sein Go, was wir machen sind. Entsteht Salz, wo ich es in Städte mache. Das ist Caldo de Camarón. Das ist dort. Und dann mit Amrieren und Schmeißen entsteht Salz und legt das Leber. Das gibt dort so ein scheinet Fesch-Geschmack. Das liebt mir mehr noch. Und weil ich dort nicht habe, dann zähle ich Salz. Aber ja, weil ihr dort wo im Stuhl schreibt, dann schreibt dort. But ja, das wird bloß sehr scheines abgeben. Dankeschön. Okay, nun haben wir das hier looten durchgekehrt von einmal 10 Minuten oder so. Die Fashion alles ist fein gut, was wir hier machen deuten. Ich deute hier ein bisschen extra von dort Pulver da machst und so ein Pulver steht. Hallo, der Kamerun. Und nun sind wir heute unter den Gläsern nehmen. Dankeschön. Well, da werden wir mal schmecken, was wir von dir gekehrt haben. Ich will es sagen, Dankeschön, Gott, Jesus, dass du uns wieder gesehen hast, dass wir können wieder essen. Und nun wollen wir sagen, was es schmeckt. Wir haben hier Caldo de Oso. Und hier in Mexiko, da holen sie einmal Pan Blanco. So ein gebackter Witterpalm. Das wird viel schöner schmecken, aber. Die hat Marokko zusammen von dir, hier in Kanada. Da kann ich hier ein bisschen Zitronen, und da habe ich hier ein bisschen Zitronen, ein bisschen Eva. Und da werden wir auch mal schmecken. Wow! Das schmeckt sehr schön, und dort ist nicht bloß schön, dort ist auch gesund. Fesch so, Caldo de Oso, ist sehr gesund. Merkt ihr doch? Oh, der Winter, besonders der Winter, wenn es so kalt ist, Caldo de Oso schmeckt sehr schön. Ich habe hier nur 8 Gläser rein für Winter. So, wir sind rein. Dankeschön.